Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsaver 4, der Dennis Spitters, hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Vorarlbergbahn mit diesem wunderschönen Blick hier übers Wasser, über den Bodensee in Lindau. Und ja, ich würde sagen, es ist nicht das beste Wetter, wie ihr seht. Es ist leicht am Regnen, sehr stark bewölkt. Die Sonne ist allerdings da. Das gibt mir Hoffnung, dass dieser Tag vielleicht doch noch schön wird. Wir haben nämlich die Aufgabe, unseren Fernzug bis nach München zu fahren, beziehungsweise Richtung München. Und wir fahren heute in der Lackierung Bahnbonus. Sie fahren ohne Bahnbonus, aber warum? Das neue Bahnbonus, Punkte, Prämien, Statusvorteile gleich anmelden. Bahnbonus.com. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen damit. Wir müssen nämlich unsere Lok erstmal an unsere Zug fahren, der dort am Bahnhof in Lindau steht und dort wartet. Vielleicht erkennt ihr ihn schon leicht in der Ferne am Horizont. Das ist noch unsere Aufgabe, dass wir unsere Lok noch dort hinbringen müssen, denn wir kommen gerade von einem Nebengleis und ja, müssen unsere Lok dort noch hinbringen. Ja, das wird jetzt unsere Aufgabe erstmal sein. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem wunderschönen Blick hier. Da haben wir gleich mal ein Foto von und auch ein Foto davon, würde ich sagen, weil das ist auch wirklich eine sehr schöne. Ein sehr schönes Streetpad, wie ich finde. So, und da würde ich sagen, los geht's. Steigen wir ein, wir haben eine Menge zu tun. Bin wieder leicht verschnupft, wie ihr vielleicht hören könnt. So, steigen wir ein. Hut habe ich bereits gelegt. So, das heißt, wir können direkt loslegen. So. Natürlich gleich am Bahnhof noch unseren Stromabnehmer wechseln. Das sollte kein Problem sein, hoffe ich. Also hier an diesem Bahnhof oder auf dieser Strecke muss man wirklich aufpassen, wo man das Ganze platziert, weil, wie ihr seht, sind nicht überall Oberleitungen vorhanden, sodass man sich da auch mal leicht vertun kann. Das ist mir gerade bei der Probe schon passiert, da stand ich wirklich komplett am falschen Gleis und habe mich gewundert, warum wir keinen Strom bekommen. Ja, ohne Oberleitung ist das natürlich nicht möglich. Aber ja, man lernt. So, jetzt fahren wir schön an unseren Zug heran. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist das der Wagenpark von der ÖBB F16 Taurus. Habe ich mir einfach mal geliehen und die ÖBB F16 ist leider in der Reparatur, sodass wir hier mit unserer BR101 einen Ersatz bilden müssen. Aber das sollte ja kein Problem sein. So, so ein bisschen ranrollen noch. Ne, ein bisschen können wir noch. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Das muss schon auflaufen. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann machen wir erstmal die Scheibenwischer aus. Würde ich sagen. Die brauchen wir hier nicht mehr. Den machen wir neutral. Ach so, ja. Neutral. So. Den machen wir dann auch auf aus. Nehmen den mit. Die Bremse lösen wir. Das bleibt aufgesperrt. Genau. So. Dann steigen wir aus. Ist die falsche Seite. Wenn, dann machen wir das am Bahnsteig. Genau. So. Schließen wir die Türe. Müssen vielleicht natürlich noch die Zugspitzensignale ändern. So. So. Nochmal eben kurz rein. Die Zugspitzensignale sollten wir ausmachen. Die brauchen wir ja an dieser Seite nun wirklich nicht. So. Das wäre soweit. Da können wir eigentlich auch. Ich habe das schon mal gesehen, öfters, dass die Sonnenblenden dann runter sind. Wenn die Führerstandseite nicht in Betrieb ist, dann machen wir das auch. So. Das sieht doch gut aus. So, dann steigen wir vorne ein. Zack. Rüsten dann hier die Fahrzeugseite auf. So, das heißt, zack. So. Setzen uns hin, dann machen wir den auf neutral. Störung.
Störung. So. Hier müssen wir aufspielen. Grenzausfall. Störung. Rechts sind Riegeln. Genau. Da müssen wir uns noch eine Route legen, AFB legen, Zugsicherungssysteme AFB, einstellen. AFB, AFB. So, Scheibenwischer auf jeden Fall an. Notbremse. Nein. Ach, das ist doch. Das wollen wir haben. So. So, haben wir jetzt soweit. Jetzt haben wir noch die falsche Seite geöffnet. Warum? Doch rechts entriegelt. Hä? So, die gehen zu. So, so wollte ich es doch haben. So, jetzt müssen wir es unter Route legen. Sag bloß, die Lok fehlt. Ach, das ist ein. Wenn man die Lok nicht richtig rum, weißt du, das ist so ein Scheiß, ey, ehrlich. Zugbeeinflussung. Ach, nervt das. Das ist doch ein Dreck, ehrlich. Das ist doch ein Dreck. Wenn, dann wollen wir sie auch richtig rum haben. Das ist doch sonst Käse. Sonst ist das doch Käse. Mann, 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 Mann. Störung. Wer ist mal Kaffee trinken? Becher steht da ja schon. Sehr schön. Genau. Zack. Regnet doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Die Scheibenwischer eigentlich einmal anmachen. So, mal wieder aus. So, wunderbar. Dann können wir jetzt hier unseren Zug aufrüsten. Zack. AFB. AFB, AFB, AFB. So, Route legen. Steht es auch richtig rum? Mein Gott, mit her manchmal. So, ich denke, bis hierhin reicht erstmal. So. Regrenz. So, dann würde ich sagen, sind wir soweit abfahrbereit. Das heißt, wir können die Türen ja auch verriegeln. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir Ausfahrt. Lösen die Bremse. Und dann geht's los.
Wunderschön. Wunderschön. Ja, immerhin, das hat funktioniert. So, können wir jetzt ihn jetzt befreien oder haben wir anscheinend keinen Beeinfluss, dann können wir auch auf 50 aufschalten. So, dürfen wir auch gleich, glaube ich, schon 90. Sag ich doch. So, erstmal Kaffee trinken. Lecker war's. So, aufs Fahren konzentrieren. Also wie gesagt, man muss bei solchen Sachen immer darauf achten, dass man das richtige Gleis auswählt. Sei es die Richtung, in die man fahren will, sei es das Gleis an sich, bezüglich der Oberleitung, weil, wie gesagt, sind nicht überall Oberleitungen vorhanden. Und wenn man dann natürlich eine E-Lok dorthin stellt und losfahren will, ja, wird schwierig. Ist mir auch schon passiert. Aber solche Schleppszenarien bzw. Ja, Szenarien, wo man zum Beispiel aus dem BW losfährt und solche Sachen, die sind natürlich sehr schön, finde ich, weil ja, das sind ja so tägliche Bahnalltagssituationen, die täglich vorkommen, auch vor allem an großen Bahnhöfen, dass Züge, dass Lokomotiven an den Zug herangeschleppt werden von Dieselloks. Wie gesagt, ich hatte das schon im Vorfeld gemacht, nur da ist mir dann halt leider aufgefallen, ja, dass ich meinen Zug an das falsche Gleis gestellt habe und somit natürlich keine Chance hatte, dort loszufahren. Habe das Ganze dann nochmal gestartet, allerdings mit der Prämisse, dass ich dann ja, die 101 halt schon aufs Gleis hingestellt habe, dort, wo sie dann auch weiterfahren kann, selbstständig an den Zug heranstellen kann, heranfahren kann und ja, habe das dann halt ein bisschen abgekürzt, aber ihr könnt euch das, glaube ich, schon denken, so wie ich das eigentlich vorhatte. Also ich wollte die Lok ursprünglich aus dem BW ziehen, mit einer Diesellok, die dann selbstständig an den Zug heranfahren lassen, sobald sie Oberleitung über sich hat. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil ich halt den ganzen Zug auf dem falschen Gleis stehen hatte. Ja, das war halt das ganze Problem an der Sache. Naja. Ich denke, aus Fehlern lernt man und ja, so ungefähr sollte das auf jeden Fall funktionieren und ja, im Prinzip hat es ja funktioniert im Nachhinein dann. So, wir sind gleich in Bregenz schon, aber ich denke, ich werde das noch ein bisschen verlängern. Die Fahrt. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Zwischenstopp in Bregenz. Ja, Bregenz heißt es. Vorne das R, nicht hinten.
schön durch die bergige Landschaft durch Österreich. Fiktiv, beziehungsweise ja, in der Fantasie auf jeden Fall bis München, was leider streckenmäßig ja nicht möglich ist. Stück hier schön an der Straße vorbei. Im Hintergrund die Berge, einfach eine traumhaft schöne Strecke, das muss man wirklich mal sagen. Es ist doch noch die Sonne rausgekommen, der Regen hat aufgehört, sehr, sehr schön. So gefällt es mir an diesem 20. Mai 2024 am Nachmittag um 15 Uhr, Pfingstmontag. Gleich mal runter auf 60. Tun wir das doch. Ein bisschen equitieren. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Aber dem war da nicht so. Schön an dem Bodensee entlang, das ist doch einfach nur traumhaft. Das ist doch einfach nur traumhaft. Wunderschön. Es gibt so wunderschöne Strecken bei TSW, so wunderschön. So, dann halten wir gleich erstmal Bregenz. Kurzer Zwischenstopp. Sifa, Sifa. Bevor wir dann gleich unsere Reise weiter fortsetzen. Sifa, Sifa. Zugbeeinflussung. Sehr, sehr schön. Muss jetzt gleich der 500 Hertz Magnet kommen. Türfreigabe. 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 Wir auch nicht. So, wir öffnen links die Türen. Macht da wieder die falsche Seite. Das glaubte kein Mensch. Schließvorgang eingeleitet. So, du musst rechts den Riegel, damit die links aufgehen, oder wie? Tatsächlich, oder? Hat er sie jetzt geöffnet?
gut. Dann lassen wir sie erstmal einsteigen. Wir suchen uns derweil eine weitere Route raus. Wie weit können wir denn noch fahren? Geht es auf jeden Fall nicht weiter. Würde mich mal interessieren, wo es hier hingeht. Ist auf jeden Fall noch der Bahnhof oder sowas. Hier auch, aber hier ist dann Schluss. Also es scheint Nahverkehr zu sein. Da kommen wir wahrscheinlich eh nicht vorbei mit unserem Fernzug. Das ist BW, so wie es aussieht. Ach komm, fahren wir bis zum Ende. Wenn es geht, wenn es machbar ist. Ja, befreien. Zugbeeinflussung. Dann können wir uns noch auf den Weg machen, würde Zugbeeinflussung. ich sagen. Schließvorgang eingeleitet. Die 39 Kilometer sind jetzt auch nicht mehr allzu weit. So, Bremsen lösen. Dann können wir loslegen. Direkt schon auf 40, auf 60 vorbeschleunigt, vorwählen und sehr befreit. Wunderschön. So, 39 Kilometer bis Bludenz. Mit 20. Fängt schon wieder an zu regnen. Also das schöne Wetter ist nicht vom Bestand hier. Naja, müssen wir halt die Scheibe schon wieder einstellen. Leichtes Schauerwetter heute, so wie in Wirklichkeit auch, zumindest bei uns. Es ist auch nicht gerade grilltauglich im Moment. Ich hoffe, das wird noch. In diesem letzten Pfingsttag, letzten pfingstfreien Tag, sagen wir mal so. Naja, dafür haben wir jetzt nur noch zwei kurze Wochen vor uns im Mai. Diese Woche ist kurz. Nächste Woche haben wir dann den Donnerstag, einen Feiertag. Zumindest in NRW. In Niedersachsen ist ja zum Beispiel kein Feiertag. Für alle die, die in Niedersachsen wohnen, jetzt vielleicht nicht unbedingt schön, aber ja, so ist es halt.
40. Wunderschön. Also solche Szenarien mag ich natürlich sehr, sehr gerne, wenn man immer so ein bisschen den Bahnalltag simuliert, wie es auch wirklich ist. Leider, ich hätte auch das Wetter auf Benutzer definiert stellen können. Naja, ich bin ja eigentlich immer auch sehen, was darum steht. Schöne BR 193 in Foxlurf. Ne, gar nicht. Das ist grün, war das, glaube ich. Repent. Aber ich bin ja, wie gesagt, derjenige, der immer gerne absolut mit absolutem Realismus fährt. Und dazu gehört nun mal auch Wetter, das sich jederzeit ändern kann. Bis auf Schnee ist, glaube ich, alles drin im Mai. Ja, und deswegen habe ich das gerne immer so, dass man das halt auch auf dynamisches Wetter stehen lässt. Weil es gehört nun mal dazu, Wetter ist nicht immer schön, es ist immer so. Entschuldigt, ich bin total verstopft irgendwie. Und deshalb ist es nur zu real, wenn man dann auch das Wetter auf dynamisch stehen lässt. Natürlich, wenn man jetzt absolut nur Sonnenschein haben will, dann kann man das auch klarstellen und so. Ist alles kein Problem. Aber für mich gehört zum puren Realismus auch dynamisches Wetter dazu. Wetter, das sich ständig verändert. Schauer und so weiter, das gehört dazu. Das ist purer Bahnrealismus und damit muss man klarkommen als Zugführer und Lokführer. Ja, das gehört immer dazu. So, wir sollten jetzt mal runter auf 120. Beziehungsweise sogar 110. Leichten Radschupf. Vielleicht dürfen wir wieder 140. So, ich hatte ja eigentlich gestern einen spontanen Livestream angekündigt. Das habe ich aber von der Abstimmung abhängig gemacht. Und die ging da, oder ist dahingehend gewesen, dass die meisten keine Zeit hatten. Und deswegen habe ich das dann auch gelassen. Nur für alle die, die sich vielleicht gewundert haben, dass gestern kein Livestream kam. Das habe ich dann spontan so beschlossen, das nicht zu machen, weil der Interesse anscheinend nicht so groß war, beziehungsweise die Leute hatten nicht so viel Zeit, beziehungsweise keine Zeit und ja, dann habe ich das gelassen. Nächster Livestream dann kommenden Samstag. Ich schätze so ungefähr 22 Uhr. So zwischen 22 und 22:30. Wünsche können jetzt schon geäußert werden per PN auf meinem Instagram-Kanal, denn ich bin das. Wenn ihr da schon irgendwelche Pläne habt bzw. Wünsche habt, dann schreibt mir gerne per Instagram und ich versuche sie dann auf jeden Fall umzusetzen in meinem kommenden Livestream nächste Woche Samstag 22 Uhr, 22:30 Uhr.
Ja, ich glaube, das ist dann auch schon der letzte Livestream vor meiner Tour. Ja, das ist der letzte Livestream vor meiner Tour. Das ist der letzte Samstag, an dem ich Livestream kann, weil dann den Samstag bin ich schon auf Tour. Da bin ich schon auf Tour nach Augsburg. Da habe ich naturgemäß keine Zeit dafür. Also nächste Woche Samstag, der letzte Livestream in diesem Monat. Also wer da noch dabei sein will und seine Wünsche erfüllt haben möchte, ist herzlich eingeladen, kommenden Samstag dabei zu sein. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie gerne. Per Instagram, hätte der nicht spielt, das. Ich werde die Woche auch noch einen Community-Post setzen, sodass ihr da auch eure Wünsche kommentieren könnt. So viel dazu. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Geschwindigkeit verschlafen, beziehungsweise den Geschwindigkeitswechsel von 110 auf 140 von der ganzen Laberei, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Andersrum wäre es schlimmer. So, 160 dürfen wir gleich sogar, Wahnsinn. Und für meine Mitglieder sei gesagt, wenn ihr mit wollt zu meiner Spotting-Tour nach Augsburg, dann solltet ihr euch beeilen. Es sind nur noch anderthalb Wochen bis dahin. Beziehungsweise 2 Wochen, wenn man ab heute rechnet. Da solltet ihr euch auf jeden Fall beeilen. So viel dazu. So, 26 Kilometer noch bis Bludenz. Dort wird ein anderes Zugpersonal diesen Zug übernehmen und dann weiter Richtung München fahren, beziehungsweise auch Rosenheim und all das, Salzburg und so weiter und so fort. Was da alles noch so kommt, bin jetzt nicht so streckenkundig. Ihr könnt mich gerne korrigieren, verbessern, wenn ihr da mehr Ahnung habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich will mich da jetzt auch nicht unbedingt festlegen. Ich glaube, wir können auf 150 gleich gehen, weil mehr ist jetzt erstmal nicht drin für die nächsten 3 Kilometer, beziehungsweise in den nächsten 3 Kilometern haben wir eh 150. Dann brauchen wir jetzt erstmal nicht auf 150, 160 zu beschleunigen, können wir das bei 150 belassen. Wir nehmen uns nochmal einen Schluck von unserem Kaffee. Wir haben gleich rot und Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Was ist? Der Links-Zwangsbremse. Nee. Aber bremsen müssen wir sowieso. Nicht gleich rot. Warum auch immer. Vor uns. Wir dürfen mal quittieren. Dass wir das rote Signal auch wahrnehmen, beziehungsweise das Vorsignal wahrgenommen haben. Jetzt haben wir grün. Ja.
befreit. Wir haben uns noch nicht befreit. Der war wahrscheinlich schuld, denke ich mal. So, jetzt können wir uns befreien, können wir auch aufschalten. Ohne Radschlupf. War denn da irgendwas im Weg oder wo wir jetzt rot hatten? Nö. Da fährt was. Das ist noch weit weg. Wieder rot, 3 Kilometer. Zweieinhalb sogar noch. Wahrscheinlich derjenige, den wir da gerade gesehen haben auf der Karte, der uns da so ein bisschen im Weg ist. Würde ich jetzt einfach mal tippen, dass der da schuld ist. Sie fahren. Grün. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. Sie fahren. Wo ist der denn jetzt? Der fehlt doch. Der das ist das. Sie fahren. Ach, was ist denn da schon wieder jetzt? Ja. Sie fahren.
wahrscheinlich ein Regionalzug, der uns da besteht. Könnten jetzt entfernen, aber das ist ja auch blöd, das ist ja nicht realistisch. Realistisch ist halt, dass ein Züge wichtig, dass man rote Signale unterwegs hat, die zwischendurch dann auch wieder grün werden. Kann an dem einfach nicht vorbei. Bleiben jetzt erstmal bei 40, aber gleich schon wieder rot. Ich glaube, das werden noch lange 80 Kilometer. Aufgehört zu regnen? Sieht fast so aus, ja.
Sehr schön. So, es scheint mir doch etwas länger rot zu haben hier. So, wo war denn das Problem? Da steht jemand auf unserem Weg. Na gut, dann warten wir erstmal ein bisschen, was da jetzt passiert. Da kommt auf jeden Fall einer. So, wir dürfen. Sehr, sehr nice. Gut. Zugbeeinflussung. Das heißt, wir lösen die Bremse. Zugbeeinflussung. Also der Regionalzug, der hält uns ziemlich auf, würde ich mal stark behaupten. Sifa, Sifa. So, jetzt warten wir das eine Hauptsignal noch ab. Könnte es eh noch nicht befallen. Ob das nächste Hauptsignal dann auch grün ist. Dann können wir beschleunigen. Sifa. Sifa. So, rein. Und hier ist gelb. Das bedeutet eigentlich in der Regel. Ah. Wie gesagt, wir warten das Hauptsignal hier noch ab. Oder wir können ja auch erstmal hier halten, aber ein bisschen Puffer. Wir halten hier erstmal. Sifa, Sifa.
Dann haben wir nämlich ein bisschen Puffer zum vorausfahrenden Zug. Haben wir vielleicht nicht mehr so oft rot. Türfreigabe. 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 So. Sind wir hier in? Sind wir denn jetzt hier überhaupt? Fünfzehn 24 kommt der Ex. Ne, 15:44, das heißt, wir müssen hier gleich wieder verschwinden. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? In Feldkirch. Ah, okay. So ein bisschen Aufenthaltszeit können wir uns aber nehmen. Wir haben noch 10 Minuten, bis der hier ungefähr eintrifft, der Rex Regional Express. Können so ein bisschen Zeit lassen hier. So, jetzt mal die Karte der Strecke. Bregenz-Riedenburg. Die S-Bahn. Wir sind jetzt hier. Da sind wir, Feldkirch. Dann kommen wir nach Frastanz, Schlins, Nenzing, Buderschnitz, Nüziders und dann schließlich Bludenz. S-Bahn Vorarlberg. So, denke, wir ziehen uns hier mal was zu. Futtern. Genau. So. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. Also sollte das eigentlich nicht laufen. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. Eingeleitet. Dann machen wir uns auf den Weg weiter nach Bludenz, lösen die Bremse. Auf geht's. So, dann sollten wir, die das gemerkt haben, wurden wir ab in die Lok geschmissen, weil wir in den Tunnel gefahren sind. Genial. Sie fahren.
bisschen was schlupf. Aber es scheint gewickt zu haben, unser kleiner Halt. Dass wir jetzt so ein bisschen Puffer haben und durchfahren können. Ich hoffe, das bleibt so. So, jetzt haben wir mindestens wieder Sonnenschein. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch bis zum Ende der Fahrt so. Weil der Regen ist doch schon ganz schön nervig. Und komm, sag, jetzt haben wir schon wieder rot. Es ist doch. Das ist doch echt nervig. So, da ist das rote Signal. Zugbeeinflussung. Ist grün. Zugbeeinflussung.
Sifa, Sifa, Sifa. So, wir sind endlich einstellig mit den Kilometern. So, ich hoffe, jetzt haben wir grüne Welle bis zum Bahnhof. Ich denke, der vorausfahrende Zug dürfte auch gleich schon angekommen sein, sodass wir dann auch durchfahren können. Und dann haben wir es gleich geschafft. Jetzt. Aber Nebel heißt ja nicht gleich Regen. Das ist ja das Schöne. Das war jetzt, das habe ich verpennt. Eieiei. Türfreigabe.
Hahaha, alter Schwede. Hatten wir jetzt die Zwangse? Nein, hätte der, glaube ich, gesagt. War einfach ein bisschen zu heftig gebremst. Ich habe voll das rote Signal verpennt. Alter Schwede. Warum? Ja. Ich habe da nur kurz was nachgeguckt. Warum denn überhaupt quittieren? Wir sind doch. Ich war doch unter der Geschwindigkeit. Ich verstehe es nicht. Zugbeeinflussung. Ich war doch unter der Geschwindigkeit. Warum müssen wir denn dann überhaupt noch quittieren? Na egal, lassen wir das. So, 60 gleich. Dann sind wir auch gleich da. Mann, 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 Mann. Was ein Schussspurt. Quittieren, erstmal sie fahren, dann quittieren. Zugbeeinflussung. So, Bremskurve einhalten. Beziehungsweise Überwachungskurve. Wir hier bei dicksten Nebel und Blut sein. Bahnsteig 5.
Zugbeeinflussung. So, da wären wir. Sehr, sehr schön. Wo bleiben wir denn jetzt stehen, mein Gott? So, wir öffnen die Türen und dann haben wir hier Feierabend. Unser Kaffee noch mit. So. So, dann übernimmt ein anderes Zugpersonal diesen Zug. Weiter gen Bayern. Es war eine etwas holprige Fahrt, gebe ich zu. Aber alles in allem hat doch soweit alles geklappt. Ja. Das war es auf jeden Fall mit unserer Fahrt von Lindau hier nach Bludenz mit Zwischenhalt in Bregenz und Feldkirch. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Noch einen schönen Rest Pfingstmontag. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Haut rein, euer Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bye. Bye.